Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir sprechen heute darüber, wie man einen Einsatzbefehl richtig formuliert und wie er sich eigentlich logischerweise ergibt. Okay? Kann losgehen? Alles klar. So, der Einsatzbefehl. Alles, was so taktisch ist und mit der Befehlsgebung zu tun hat, steht eigentlich in der FED V100 drin. Ich kann es euch mal zeigen. Und da sieht man auch, wie im Führungssystem der Einsatzbefehl definiert ist. Okay? Der Einsatzbefehl besteht aus der Einheit, dem Auftrag, dem Mittel, dem Ziel, dem Weg. So, aus diesen Begrifflichkeiten setzt sich dieser Einsatzbefehl zusammen. Also ein Einsatzbefehl muss mindestens beinhalten, welche Einheit und welcher Auftrag. Ne? Ihr löschen wäre auch schon ein Einsatzbefehl. Aber der korrekte Einsatzbefehl, wie man ihn richtig eigentlich rüberbringen sollte, damit es keine Missverständnisse gibt, besteht, wie gesagt, aus Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg. So, wenn ich jetzt diese Wörter Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg sehe, kann ich jetzt keinen tollen Merksatz dazu mir ausdenken, der dir jetzt irgendwie weiterhelfen würde. Deshalb erstmal ganz nach der Logik. Also einfaches Beispiel, der Einkauf zu Hause in der Familie. Deine Mutter möchte, dass du einkaufen gehst und deshalb wird sie sich nicht hinstellen und irgendwie für sich selber rumerzählen, was sie gerne vom Einkaufen hätte. Dass sie selber erzählt, ja, Butter brauchen wir noch und was zu trinken ist auch wichtig. Nein, sie wird dich erst ansprechen, wird sagen, liebes Kindchen, du da, Willi, ne? Willi, dann hast du, ich bin gemeint, fahr mal einkaufen. Ich kann auch sagen, Willi, räum dein Zimmer auf, Willi, geh in die Garage, feg die Garage, Willi, keine Ahnung, mäh Rasen. Nein, sie sagt, Willi, ist die Einheit, der Auftrag, es geht jetzt um Einkaufen. Aha, da kann man sich gedanklich darauf einstellen, einkaufen, okay. Da sozusagen Einheit und Auftrag ist schon dabei. Jetzt bleiben über Mittel, Ziel und Weg. Also Einheit und Auftrag ist definiert. Willi, geh einkaufen. So, jetzt bleibt noch Mittel, Ziel und Weg. Ist eigentlich auch logisch. Mittel, ja, soll ich jetzt zu Fuß zum Einkaufen? Soll ich ein Auto nehmen? Brauche ich Geld? Ne, erstmal die Mittel dafür, dass ich überhaupt einkaufen gehen kann, müssen erstmal definiert sein. Das wäre dann meine Frage. Ja, und wie soll ich jetzt zum Einkaufen kommen? Mit dem Auto. Portemonnaie liegt da vorne. Ja, und wohin? In Ort A oder Ort B? Ist ja, ne? Ja, fahr am besten zu Ort A, weil da gibt es auch so noch ein Angebot. Ne? Also fahr zu Ort A und empfehle ich dir auch, fahr da außen rum, weil das ist eine Baustelle, das ist nämlich der Weg. Damit du nämlich nicht erst in eine Baustelle kommst und da ein Problem kriegst, sondern ich habe das schon erkannt vorher als taktischer Führer und habe gesagt, fahr aber am besten gleich die Umleitungsstrecke vorab. Okay? Das ist eigentlich ganz logisch. Und so baut sich auch das im Einsatzbefehl auf. Diese Fragen, die sich automatisch ergeben, ne? Eins baut man dann auf, sind in den Einheitsbefehl drin. Also zum Beispiel, Angriffstrupp, typischer Satz, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung, Angriffstrupp für Einkaufen, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr, nimm das Auto. Ja? Zu Ort A, nicht B, zu Ort A, aber nimm die Umleitungsstrecke. Ne? Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Eingang über den Hof vor. Super. Und warum ist das so wichtig? Diese Einsatzbefehle sind halt wichtig, wenn ihr, ihr sollt auch nur das machen, was ihr befohlen kriegt. Wenn er sagt, ihr, du, Wassertrupp, hast mit dem B-Rohr zur Abriegelung, ne, zum Schutz des Nachbargebäudes, die Abriegelung aufzubauen, die Riegelstellung, dann machst du das auch nur. Weil er hat dir genau befohlen, die soll da hin und du gehst dann da über den Rasen und so weiter. Ne? Nicht sagen, oh, da brennt's ja, ich lösche. Nein, du hast einen Befehl gekriegt und an den hältst du dich. Und der ist nämlich genau definiert nach dem Schema, wie es hier drin steht. Okay, leider kann ich dir keinen Satz bieten, der dir jetzt irgendwie eine Abkürzung gibt, aber es ist eigentlich logisch, es baut aufeinander auf. Vielleicht dieser Satz, du bist angesprochen, du fährst zum Einkaufen in den Ort, nimm das Auto, ne, fahr in die Richtung und nimm die Straße. Okay, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Eingang über den Hof vor. Alles klar, das war schon. Brauchen wir nicht in Länge ziehen, das kriegst du hin, du wiederholst das und deine Truppmannprüfung geht richtig gut. Alles klar? Bis dann. Tschüss.